Ahoi, Freunde der schlechten Unterhaltung. Ich begrüße euch zu einem Worship Fight. Ich kämpfe hier gegen The Nowcraft. Der scheint mir die Amsterdam genommen zu haben. Ich habe von Edmund Strong die ein privates, jedoch mit relativ überschaubarer Technik. Ein Nachbau aus dem Ersten Weltkrieg von Japan. So, die Vorbereitungsphase läuft. Ich habe Torpedos, das ist sehr interessant. Das, was ich noch mache, ist ein kleiner. Ist noch ein Bildchen von Fias Sandmail. Ja genau, und dann würde ich mal sagen, mache ich bereit. Der hat auch schon auf bereit gesetzt. Zuschauer haben wir gerade keine. Dann schau mal, was hat der hier da, dass der wirkt nach unten. Wenn ich mich nicht komplett störe oder nicht komplett. Ach, ich muss die Torpedo AMG abfeuern. Ich glaube, die Amsterdam, die besitzt über keinerlei Missile-Technik. Von daher wollte ich mich erstmal auf dem Hauptdeck begnügen. Ich sollte aber erstmal schauen, ob ich hier irgendwo einen kleinen Überblick bekomme. Die RMGs, sie scheinen ja irgendeine Weise, wenn den ja Schaden machen zu können, wenn wir schon etwas zerstören. Es ist nicht so häufig, dass ich einen Warship Fight mache. Ist ja noch auf der 1.15. Dieses Schiff ist, glaube ich, etwas höher. Ich schaue mal, wo der Krater entsteht. Genau. Etwas. Obwohl. Konnte ich auch mal machen. Das schien mir erstmal etwas zu hoch gewesen zu sein. Noch ist hier auch keine Raketen irgendwie angekommen. Schaue ich da einfach mal. Ja, ich konnte zwar ein bisschen mal so schießen. Bei mir ist irgendetwas von denen angekommen. Ich werde einfach mal. Etwas länger abfeuern, statt ständig zu gucken. Voilà. Obwohl ich das eigentlich schon vorausahnen kann, dass es nicht in PvP-Kampf endet. Weil so besonders gut ist dieses Schiff hier aktuell nicht. Ich versuche jedoch, Eigenschaden durch Netzbeschuss zu vermeiden. Voilà. Habe ich da was abgemacht? Ne, doch nicht. Probiere ich es einfach mal aus. Gehe ich noch mal kurz hier hoch. Hat er gezeigt. Ja, die Raketen-AMGs, die haben was angerichtet. Jetzt gilt es hier etwas Feintuning zu machen. Und schauen wo. Ich glaube, das war nicht ganz so optimal, dieser Schuss. Ich probiere es nochmal. Zwei Projektile. Normal hat er hier 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unten habe ich ja auch noch ein Deck. Na genau, da erwidert gerade das Feuer, aber ich glaube, die sind hier nicht schwenkbar. Ich kann einfach mal schauen, dass ich hier etwas runtergehe mit dem Delay oder hochgehe. Weil theoretisch müsste ich langsam aber sicher anfangen zu mörsen, aber ich denke, die Amsterdam hat möglicherweise Kanonen, die unten liegen. Ich versuche hier etwas. Na, am besten nicht hier drauf.
Ach, da hat er schon. Ich glaube, der hat sich selber gejagt. Na gut, aber das war schon ein relativ schneller Warship-Kampf. Ich schau mal, ob ich eventuell noch einen hinten dran setzen kann. Eventuell mit einem anderen Schiff. Und er befindet sich noch drin. Vielleicht ist er damit einverstanden. In diesem Sinne sage ich nochmal, bis gleich. So, willkommen zurück. Ein neuer Kampf. Ich habe ein neues Schiff ausgewählt. Ich sehe, der hat auch ein neues Schiff ausgewählt. Das kann ich leider nicht, dieses Schiff. Ich weiß nicht, ob das auch ein Public ist, sieht aber optisch schon eigentlich recht ansprechend aus. Ich habe einen Nachbau von der USS Porter. Also ein Schiff, das relativ klein ist. Ich weiß nicht, ich habe Raketen, habe ich gesehen. Genau, ich muss halt gucken, wo ich die aktivieren kann. Weiß nämlich nicht, ob das nämlich hier oben auf dem Dach möglich ist. Sieht aber nicht so danach aus. Die Warships sind hier nämlich meistens doch sehr unübersichtlich, die detailgetreu aufgebaut sind. Und somit bin ich selbst auch erstmal überfragt. Wie ich die Dinge also aktivieren kann. Hier oben wahrscheinlich oder erstmal doch weniger. Da hinten könnte ein Mechanismus sein zum Aktivieren. Und ich glaube, ich bin da erstmal hier fehl am Platz. Ich kann auch mal nach vorne gehen, ob da vorne eine kleine Brücke hat. Aber es ist alles nur Lagerraum. Na gut, das werde ich schon irgendwie herausfinden. Irgendwie werde ich da schon was gemacht kriegen. Hier wahrscheinlich. Ja, genau. Ich glaube jedoch, dass ich mit dieser Funktion beide Seiten abfeuern muss, nicht dass nur einseitig stecken bleibt. Ja genau, hier Verfall ist auch schon abgefeuert. Ne? Och, scheiße doch nicht. Das ist natürlich jetzt in einem Kampf, was so einem eigentlich nicht passieren sollte. 20 Sekunden habe ich noch. Ich habe noch keine Kanonen gefunden, außer die auf dem Dach. Ich weiß nicht, ob die Porter über mehrere Kanonen verfügt. Ob dann auch im Rumpf welche Kanonen hat. Aber ich gucke mir erstmal an, was seine Raketen anstellen. Genau, da kommen die ja schon. Da bevorzuge ich erstmal die Türme als bevorzugte Kanone. Ich glaube, der eine Turm wäre das schon direkt hinüber. Da scheint nur einzelne Raketen drin zu haben. Aber der Turm da ist am Arsch. Ja. Der Turm hat es erwischt. Aber ich schaue mal in den Rumpf rein, ob ich hier noch was habe. Das sieht nämlich schon fast so aus, dass ich bereits nach der ersten Rakete Tesch K.O. bin. Vorne konnte ich noch Kanonen besitzen. Das heißt, ich gehe hier dann einfach mal hoch und schaue mal, ob ich vorne irgendwie noch vorbeikomme. Die Kanone, die lebt möglicherweise sogar noch. Das sind ja Schwenkkanonen. Jedoch, sechs bis sieben Treibs. Das ist an dieser Stelle relativ leicht. Baue ich da einfach mal einen Schuss ab. Ich baue mich auch etwas zur Seite hin raus durch den Rückstoß von der Kanone.
Und das, der Hebel da ist, glaube ich, der schwenkt. Dann schauen wir mal. Und das scheint mal geschossen zu haben. Nee, doch nicht ganz. Hoppala, das war jetzt nicht die optimale Blockauswahl. Ich setze einfach mal einen Schuss hinterher. Ich weiß auch gar nicht, ob mein Leib ist, die zu treffen. Ich brauche mich auf jeden Fall auf zwei Blöcke weiter zur Seite, weil ich glaube, dass ich hier relativ knapp bin. Ich versuche da mal einen Schwenk zu machen. Die Frage ist, ob das die Schwenk in die richtige Richtung ist und ob ich zu beiden Seiten schwenken kann. Ich sollte aber möglicherweise auch die Projektile beladen. So kann ich alles durcheinander beladen. Ich schaue mal, was passiert. Ja, das schwenkt jetzt in die andere Richtung, aber ich glaube, da muss ich mit 7 Treibladungen machen. Was ja auch kein Problem ist. Genau. Da hat die Kanone etwas mehr Wumms. Genau, vergisst man hier ständig die Treibladung. Und ich glaube auch, dass er noch eine Möglichkeit sucht zu treffen. Er ist weiter gerade ausgeflogen. Da kann ich dann noch etwas treffen. Vom Schein auf habe ich, glaube ich, ein klein wenig mehr gemacht, zumindest prozentual gesehen. Ja, ein klein wenig mehr, aber nicht bedeutend viel. Ich erwidere einfach mal das Feuer wieder. Na gut, der hat jetzt. Der weiß jetzt, wo ich schieße. Der versucht, diese Kanone hier, glaube ich, zu beschädigen. Soweit ich es beurteilen kann, sehr wahrscheinlich Schnelllader. Und ich glaube, ich könnte diese Kanone mit dieser Kanone möglicherweise schon beschädigen. Ich weiß auch nicht, wie viel Delay-Spielraum ich hier noch habe. Und ich glaube, ich habe nicht getroffen. Ich versuche es einfach mal nochmal. Genau, ob ich ihn jetzt mit der Kanone getroffen habe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall könnte es sein, dass ich seine Schnelllade hier beschädigt habe. Ich meine, ich weiß, wo ich reingeschossen habe. Also da war ich auf jeden Fall, aber da war, glaube ich, nichts. Ich glaube, ich habe da nichts großartig zerstört bei dem. Und ich glaube, die Raketen sind auch alle weitere nach oben hinweggeflogen. Nun ja, da bedanke ich mich fürs Zusehen. War zwei kurze Warship-Fights, mal was anderes. Und sage dann bis zum nächsten Video.